Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Wir waren das letzte Mal Obsidian holen und haben dann ein Portal gemacht, um, ja, wie ihr seht, in den Nether zu gelangen. Und haben direkt hier eine nette Festung gefunden mit schön vielen Sachen. Pferderüstung, einen Sattel wenigstens. Und ja, was haben wir noch gefunden? Ein Baum, der von oben nach unten wächst. Von der Decke ragt und ja, alles mögliche. Blumen, die uns anzünden. Ja, das ist heftig. So, wir gehen aber jetzt wieder nach Hause. Wir haben die Lore-Route, die wir unbedingt brauchten. Aber gehen dann sobald wie möglich wieder in den Nether. So, ich weiß nicht. Ich glaube einfach hier drüber. Und dann sind wir beim Portal. Man sieht es ja auch, wo das Portal ist, dank dem Waypoint. Ja, das ist hier gewesen, genau. Gut. So. Jetzt schaue ich noch kurz. Der Gas ist weg. Da ist noch ein, nicht so gut erreichbar, eine Festung. Soulsen haben wir auch geholt. Ja, das reicht jetzt. Da haben wir noch einen Pilz. Okay. Sind die für etwas gut? Green Glowshroom. Ja, das dachte ich mir. Ah, wir haben ja eine Schere. Eine Schere. Ja, da passiert gar nichts. Kann man das wenigstens abbauen? Nein, aber da kommen Pilze raus. Okay, immerhin Pilze. Naja, das reicht. So, kurz schauen. U drücken. Für Leuchtpilzsuppe. Okay, ganz verschiedene Leuchtpilzsuppen. Aber eben schade, manche Mods haben halt einfach nur eine eine Besonderheit. So, da gehen wir wieder zurück. Sagen Tschüss, Nerfer. Und machen jetzt den Zaubertisch. Bitte lade richtig. Hier wird es wieder Nacht. Boah, hast du mich erschrocken? Ja, wir haben hier ein Grillfest. Ein Grillenfest. So. Gut. Also. Emerald. Diamanten reinlegen. So viele Kisten. Also, machen wir mal hier nette Zeugs rein. Nette Warze, grüne Ding, Flammenfaden, Aschehaufen, Blüte, Höhenrindenholz. Und dann die Sachen aus dem Rucksack. So. Hier haben wir noch das. Nette Warzen, ja, Glowstone, Nette Quarz. Dann hier möchte ich noch die Sachen reinlegen, die hier. Das brauchen wir. Eine Schere können wir hinlegen. Und dann noch die Blöcke und so. Ja, hier sind noch die Mob-Loot-Sachen drin. Da möchte ich noch den Seensand reintun und die Blöcke kommen hier hin. Dann haben wir das auch schon. So. Nein. Ich wollte eigentlich zur Truhe. So. Also. Karotten-Seeds. Brauche ich doch nicht.
Und ein Schwert. Wo können wir die Waffen her? Machen wir die hier hin. So. Also. Wichtig ist jetzt eben der Zaubertisch. Wir müssen schauen. Ja, Endzauber, Autozaubertisch. Da müssen wir End eingeben. Und zwar der da. Also der Zaubertisch, dann zwei Obsidian. Okay. Ein Enderauge und Enderauge machen wir aus Lohe Staub. So. Und zwar Goldbahn, ein Buch und Feder. Haben wir ein Buch noch? Ja. Und eine Feder, haben wir eine Feder? Wo haben wir eine Feder? Keine Hühner getötet noch. Ja, dann müssen wir das holen. Ein Huhn töten, bitte. Ist eigentlich unser Garten schon weiter? Ja, ein bisschen. Okay, holen wir ein paar Kerne. Tun die ein bisschen züchten und dann töten. So. Gut, da haben wir noch ein paar. Können wir gut schon schön züchten. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht noch hüpfen, nur rennen. Also machen wir zuerst die Kühe. Die so schön hier schon da sind. So. Und jetzt die Hühner. Kommt alle. Ja, weil du draußen bist. Irgendwie backen die raus. So. Haben wir eine Feder. Sonst sind keine mehr die... Nein. Dann haben wir einen guten Output. Ja, komm. Nehmen wir auch mit. So. Können wir hier auch noch... Ja, nein, das mache ich das nächste Mal. So. Schnell, schnell. Zaubertisch machen. Also. Was brauchen wir noch? Wir brauchen also ein Buch und Feder. Das weiß ich gar nicht, wie man die macht. Toll. Buch und Feder. Ah, ein Tintenbeutel noch. So. Jetzt. Dann nochmal schauen. Einfach nur klicken. 4 Goldbahnen. So, und 2 Obsidian. Ah, wir haben ein Obsidian noch. So ein Mist. Ja, dann müssen wir nochmal holen. Weil Obsidian abbauen so nervig ist und wir natürlich immer wieder zu wenig nach oben holen. Ja, wir brauchen auch sehr viel Obsidian. Das ist auch nervig. So, aber Skelette, bitte nerv mich nicht jetzt schon wieder. Da mache ich jetzt mal... Ja, wir machen nichts. So, dann nervst du nicht, du kleines Loch. Sodele. Das ist kein besseren Weg. Können wir so schlecht abbauen. Ja, so können wir besser abbauen. Sehr gut. Wenn wir dann auch verzaubert haben, geht es dann auch das nächste Mal auch schneller. So. Gut. Haben wir das. Wir brauchen nicht mehr. Wieder nach oben.
Ja, genau, Skelette spawnen überall. So. Ah ja. Hoppla. Da. Da. So. Den nach oben. Mal kurz schauen. Ah, noch 10 Minuten. Gut. Capro. So, dele. Dann hier doch, ja. Oh, das schöne Portal. So, also. Die zwei hier. Das hier. Ah, der Zaubertisch fehlt noch. So. Also nochmals. Die hier, das da. Ah. Das Ende aber noch. So. Hier rein. So. Nochmals kurz schauen. Ja. Gut. Das hier. Das da. Und das hier. Oh, war das schwer zum Herstellen. Man könnte sich viel besser herstellen. Viel schneller. Ja, ja. So, Dele. Also dann machen wir auch Bücherregale mal. Wir haben ja jetzt genug. Aber wir haben die eigentlich alle verbraucht. Ja, müssen wir noch ein bisschen warten. Wo haben wir Kühe? Eigentlich alle im Norden. Ah, wir haben Bücher. Das ist gut. Können wir wenigstens ein paar machen. 7 Bücher, egal. So. Dann machen wir das. Ja, mal vorläufig hier drinnen einfach. So. So. Gut. Einfach mal ein bisschen verzaubern. Ja, am besten Haltbarkeit schon mal. Und Effizienz. Ja, Glück. Ja. So. Ah, da müssen wir das E drücken. Okay. Ja. Gut, super. Machen wir doch gleich mal noch ein wir könnten einen Bogen verzaubern. Dann haben wir auch für den Neffer etwas, weil da brauchen wir nur eine Verzauberung. Ja. So. Ja, dann müssen wir zuerst herstellen, stimmt. Ja, dafür brauchen wir Fäden. 3 Stück. Und die Sticks. Sodele. Der eben mit unendlich. Ja, geht. Super. Das wollte ich schon lange mal. So, ja, die Truhe machen wir auch hier rein. Gut, also. Was haben wir als nächstes geplant? Einen Spawner zu finden. Wir könnten in einen Roguelike Dungeon gehen. Ja, können wir.
Wir nehmen Erde mit. Und ja, einfach ein Diamantschwert. Ich meine, wir nehmen die einfach mit. Ja. Weil am Anfang ist es ja nicht so schwer. So, wir gehen jetzt hier rüber in den Wüsten Roguelike Dungeon. Und wir können ganz safe machen. So, wir machen das ganz, ganz safe. Dass wir ja nicht sterben. Und zwar, ja, können wir rennen. Wissen nur, wo er war. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen nach Süden. Man sieht halt nicht so weit. Wir können hier mal kurz schauen. Da ist einer. Und ein anderer war irgendwo bei Grün. Ja, hier ist der Grün. Wo war das denn sonst? Hier unten. Also hier ist auf jeden Fall einer. Man sieht es gut. Ja. Ist eigentlich nur der, hä? Oder hier oben. Ah, hier, stimmt, ja. Das ist grün. Das ist ein Ding. Also ich denke, wir gehen hier hin. Müssen wir halt rennen. Geht halt einige Zeit, aber dafür haben wir dann einen schönen, spaßigen Roguelike Dungeon. Octolo. Ja. So. Ja, jetzt geht's vorwärts. Jetzt können wir recht schnell Sachen auch abbauen. Und dann, wenn wir eine Mobfalle haben, können wir auch schnell leveln und dann verzaubern. Das ist gut. Wenigstens eine Spitzhacke mit Haltbarkeit schon. Das ist praktisch. Und ja. Nachdem so ein bisschen also bis wir das so ein bisschen eingelebt haben, die wichtigsten Gegenstände hergestellt haben und so, geht's noch ein bisschen und dann kommen ja die Baufolgen, die Erkundungsfolgen und so weiter. Also was ihr dann auch wollt, also eben diesem Projekt dürft ihr alles wünschen. Da dürft ihr. Ja, zum Beispiel ein Haus. Ich baue ein Haus für euch. Wo ihr sagt, wie ich es eingerichten soll und so. Oder das. Ja. Und dann mit einem Embassy mit eurem Namen oder so. Oder eben ein Zimmer. Ich habe es ja mal gesagt, dass ich ein Zimmer gerne machen für die treuesten Abonnenten. Oh, cool. Sehr nett. Das ist mal toll. Für die Leute, die auch Parts schauen, auch liken und so, die dürfen gerne auch einen Stellenwert haben im Let's Play. Dann können wir eben ein Volk machen, ein Dungeon oder so. Wenn ihr dann die Map downloaden könnt, dann könnt ihr die Dungeons auch machen, bewältigen, versuchen und so weiter. Also ich schaue, dass ich alles expandieren kann, sozusagen. Ich möchte eigentlich die Dinge noch nicht abbauen. Das sind meistens die guten Spawner, die eben solche Zombies spawnen lassen. Und oh Mann, ich habe keine Fackeln.
Ich hätte mir Fackeln machen sollen. Ja, wie können wir Fackeln machen, wenn wir keine Kohle haben? Das ist... Kacke. Ja, was sind wir? Was machen wir jetzt? Wir haben zu wenig Fackeln, wir brauchen überall die Fackeln. Können wir da irgendwie an Kohle kommen? Ich dachte immer an irgendwo reinbuddeln. Ja komm, wir buddeln mal irgendwo rein. Dann haben wir genug Fackeln. Wenn wir ein Erzeflöz gefunden haben. Ja, wir machen den Part ein bisschen länger, weil wir jetzt hier schön sind. In einem Roguelike Dungeon. Und dann, ja, mache ich nochmal eine Folge extra. Ja, toll. Eisen finden wir. Ich will aber kein Eisen abbauen. Noch mehr Eisen. Keine Kohle. Ja, das ist jetzt blöd. Anderen Stein. Ja, okay, wir haben überall anderen Stein. Müssen wir ein paar Steine dann wieder wegwerfen. Schluff. Wir haben einen Schluff gefunden. Schluffi Schluff. Eigentlich sollte hier oben doch so viel Kohle sein. Haben wir denn so viel Pech? Na, kommt ihr? Da ist Kohle. Gut. Schön. So, dann haben wir die Fackel. Mal schauen, was die Ding machen. Das ist Ton. Ah ja. Ich dachte, es wäre nur Glas, aber ja. Man sieht's ja. So, denn. Aber bevor wir hier reingehen, machen wir mal alles in den Rucksack rein. So, denn. Das andere Zeug in einen anderen Rucksack. Mach ich mal das unverzauberte Zeug. Und in einen anderen das verzauberte Zeug. So, gut. Ja, dann machen wir Fackeln. So, der. Und Action. Also, wo könnt ihr noch spawnen? Ja, da oben. Die hinten auch noch. Das ist ein bisschen blöde. Ja, hier zum Beispiel. So. Gut. Was haben wir hier, was wir können, gebrauchen können? Verzaubertes Buch. Hä? Ja, man kann jetzt auch Bögen so verzaubern. Mit Stärke. Cool. Okay, das reicht. So, dann gehen wir noch in eine andere. Ja, okay, dann beende ich mal den Part und im nächsten Part gehen wir dann in die andere Gänge noch rein. Bis dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.